Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von janasbastelwelt.de. Heute habe ich ein Videotutorial für diese Verpackung für euch, die ist so ein bisschen auf diese amerikanischen Briefkästen getrimmt. Allerdings ist das jetzt nicht beweglich. Das Besondere daran ist, ich hoffe mal, ich kriege das jetzt in der Kamera gut gezeigt, wenn ich hier an dieser kleinen Lasche ziehe, die da rausguckt, tada, ich kippe das Ganze jetzt mal auf die Seite, kommt hier links ein Rocher raus und rechts ein kleiner Liebesgruß. Und schwupp, geht das wieder rein. Das kann ich jetzt immer so hin und her schieben. Nette Spielerei. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze bastelt. Und zwar brauchen wir dafür ein Stück flüsterweißen Farbkarton mit den Maßen 5,5 x 22,5 cm. Und der wird jetzt gefalzt. Ich hole mal eben mein Simply Squad Falzbrett. Bei 1 cm, bei 6 cm, bei 11 cm und bei 21 cm. Da ist mein Falzbein. Dann knicke ich die Falzlinien auch einmal nach. Nur schon mal zum Verständnis, was das soll. Das hier wird meine Klebelasche. Die kommt nachher hier drauf geklebt. Und das Ganze so rum. Jetzt hat sich die innere ein bisschen aufgestellt. Ja, das wird dann sozusagen das Gehäuse. So. Dann brauche ich jetzt noch zwei Stücke flüsterweißen, extra starken Farbkarton mit den Maßen 4,5 x 5,5 cm. Und damit das Ganze ein bisschen netter aussieht, habe ich hier halt noch die Ecken abgerundet. Das heißt, ich nehme jetzt meinen Eckenabrunder und auf der schmaleren Seite werden die beiden Ecken am Rund. Das heißt, ich schiebe den so rein, dass der Knoten in der Zunge, der Farbkarton hier und hier richtig in der Führungsschiene anliegt. Also nicht, ich übertreibe jetzt ein bisschen so versetzt, weil dann wird das keine Rundung, sondern ja, eine Kantung sozusagen. Ja, also schön sauber da reinschieben und stanzen. Schnippeln weg. Dann habe ich noch ein Stück Designpapier mit den Maßen 4,2 x 5,2 cm. Das kommt hier drauf. Das heißt, auch hier stanze ich mir die Rundungen, damit das halt hierzu passt. Das kann ich da jetzt auch schon draufkleben. Upsala. Also das ist sozusagen der Part. Das ist der Part. Hier habe ich ja noch so eine kleine Rausziehhilfe sozusagen dran gemacht. Man könnte das auch mit einem Band machen. Aber das baut dann hier drin so dick auf. Das knubbelt mir dazu sehr. Deshalb habe ich einfach hier die kleine 1,5 Zoll Kreisstanze genommen. Mir hier zwei Kreise ausgestanzt. So, ich markiere mir mal eben die Mitte. Ja. Und klebe die da dran. Mache ich jetzt schon vor dem Stempeln, einfach aus dem Grund,
dann platziere ich nicht aus Versehen den Stempel so, dass ich den mit meinen Kreisen wieder verdecke. Das wäre ja sehr ärgerlich. Ja, und dann bestempel ich das Ganze auch schon. Ich habe jetzt hier wieder das Stempelset mit Gruß und Kuss genommen und mein farblich dazu passendes blutrotes Stempelkissen und daraus jetzt zunächst den Textstempel Hallo Schatz, den ich jetzt versuche hier gerade aufzustempeln. Vor der Kamera ist das immer nicht so einfach, weil ich da nicht so drüber gucken kann, wie ich das gern hätte. Ich nehme jetzt einfach mal eine kleine Hilfe dazu. Und hoffe jetzt, dass mein Kopf nicht zu sehr ins Bild wandert. So. Dann habe ich mir hier diese, hier oben sieht man so diese Reihe Herzchen genommen. Und die da drunter gesetzt. Und zu guter Letzt noch den Text. Ich liebe dich. So. Damit ist die Seite dann auch schon fertig. So. Wir brauchen dann jetzt noch diese Folie. Und zwar, ich glaube, 1,5 mal ungefähr, ja, an sich 12 cm. Ich habe das jetzt eher ein bisschen länger gelassen, weil ich mir das dann immer noch passend schneiden kann. Und um die Seite, wo hier die kurze Klebelasche ist und die beiden Felder aufeinander folgen, wickele ich mir die jetzt rum. Achso, noch ein Tipp. Ich verwende hier diese Bucheinbandfolie, die nicht selbst klebend ist natürlich. Manch einer macht das auch mit Gefrierbeuteln, aber je nach Gefrierbeutelqualität funktioniert das nicht, weil die zu labberig sind. Also ein bisschen stabil sollte das Ganze schon sein. Deshalb, wie gesagt, ich nehme die Bucheinbandfolie. Das funktioniert ganz wunderbar. So, habe jetzt ein bisschen ein Streifen Sticky Tape hier dran gemacht. So. Klebt das fest und das, was jetzt über ist, schneide ich ab. So. So sollte das Ganze dann sich bewegen lassen. Wichtig ist halt, ich habe das jetzt auf die Rückseite rübergeschoben, die Klebelasche. Denn hier unten drunter kommt jetzt sozusagen gleich dieses Kärtchen. Ja, so dass ich den Text nicht sehen kann. Das kommt hier hingeklebt. Das heißt, ich ziehe die Folie in diese Richtung raus. So. Deshalb muss die Klebestelle am Anfang auf der ganz anderen Seite sein. Wäre die nämlich hier und ich möchte das ziehen, geht das nicht weiter. Die Klebe blockiert das. Ja, das heißt, sich einmal kurz bewusst machen, wohin ziehe ich die Folie. Und die Klebe muss dann auf die andere Seite. So. Heißt auch, ich kann jetzt genau über diese Klebestelle nochmal Klebe drüber machen. Natürlich darauf achten, dass ich nicht über die Folie drüber komme. Weil das hier ist jetzt genau so lang, also dieses Rausziehkärtchen, wie meine Verpackung selbst. Ja, die Folie sollte ungefähr mittig liegen. Also hier und hier den gleichen Abstand haben. Und dann klebe ich mein Kärtchen so auf,
dass das hier mit der Kante abschließt und hier den gleichen Abstand hat. Wie gesagt, und zwar so, dass ich den Text halt nicht lesen konnte, weil der kommt ja zum Vorschein, wenn ich dann nachher daran ziehe. So. Das heißt, hier kommt jetzt mein Kärtchen genau andersrum drauf. Das heißt, der Klebestreifen kommt auf die gegenüberliegende Seite, wie gerade. Einmal darauf achten, dass ich hier das Kärtchen exakt richtig liegen habe, dass das jetzt nicht irgendwo rausguckt. Und auch hier, fast vergessen zu sagen, also auch von der Höhe jetzt der Abstand hier und hier passt. Und dann dieses Kärtchen festkleben, auch dass ich hier wieder so einen Abstand habe. So. Dann kommt als nächstes hier dran klebe. Jetzt natürlich darauf achten, dass ich nicht das Kärtchen mit festklebe, also dass die Klebelasche darüber geht. Und das Ganze hierin einfalten. Das fixiert jetzt sozusagen die Basis, damit die nicht rumwabbelt. Ich kann das jetzt mal hier vorsichtig halten und mal testen. Und dann sehe ich auch, funktioniert einwandfrei. Das heißt, als nächstes kommt jetzt hier noch Klebe hin. Da ich den Streifen jetzt ein bisschen breiter habe, nehme ich einfach zwei davon nebeneinander. Und den klebe ich jetzt, sieht man das jetzt hier? Na egal. Also ich klappe mir das zur Seite und das kommt dazwischen. Ja, ich klebe das jetzt nicht hier drunter, deshalb habe ich die Klebe auch hier außen hin gemacht, sondern das kommt hier zwischen. Hoppala. Und dann, dass das hier schön abschließt. So, ich gehe dann mit dem Falzbein nochmal darüber, drücke das schön fest. Dann habe ich nämlich hier einen richtig schön sauberen Abschluss. Ja, da die Verpackung jetzt natürlich noch ein bisschen nackelig aussieht, habe ich mir noch Designpapier geschnappt mit dem Maß 5,2 mal 15,2. Die 15,2 sind jetzt dem Designpapierblock geschuldet, denn das reicht nicht, um hier einmal komplett rumzukommen. Also da fehlt so ein kleines bisschen. So, ich knicke mir das dann aber einmal so ein bisschen an. Upala. Und hier auch. So. Also es ist jetzt nur so ein Hauch, der fehlt. Und wo ist mein Kleber? Da. Und dann klebe ich das jetzt auf der Seite fest. Und auf der Seite fest. Gerade hier rundherum habe ich also hier so einen schmalen weißen Rand gelassen. So. Wenn mich das jetzt hier stört, könnte ich auch noch ein Stück Farbkarton nehmen mit den Maßen 5,2 mal, ich glaube, 4,8. Und das hier jetzt noch drunter kleben. Aber ich finde jetzt nicht, dass das
notwendig ist. Ja, und jetzt ist das Ganze auch schon fast fertig. Um die Briefkastenoptik zu haben, habe ich jetzt noch ein Stück anthrazitgrauen Farbkarton genommen mit 7 x 0,5 cm und habe mir eigentlich zwei solche Herzchen ausgestanzt, aber das eine hat sich gerade auf und davon gemacht. Und zwar ist das dieses hier aus den zum Stempelset passenden Framelits. Muss ich nachher noch mal ein zweites ausstanzen. Das klebe ich jetzt nämlich hier dran fest. Das zweite käme jetzt als Gegenstück da dran. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo es hin ist. Wollt jetzt nicht so wie ich. So, einen Moment festhalten. Jetzt kann ich auch mein Rocher schon da reinsetzen. Und jetzt ist das Ganze natürlich eben, es rutscht schnell runter. Da gibt es einen kleinen Trick. Ich nehme jetzt ein Dimensional, klebe den unter mein Rocher und das Rocher hier drauf fest. Ja, das heißt, man kann das trotzdem eigentlich noch ganz gut hier runterpflücken. Oder man nimmt nur die goldene Kugel raus und lässt das Papierchen da drin. Aber es purzelt einem nicht sofort da raus. Auch beim Transport oder so. Ja, und voilà. Fertig ist eine echt, ja, meiner Meinung nach süße Verpackung, die auf jeden Fall auch für ein Wow sorgt. Denn diesen Ziehmechanismus finden die Beschenkten immer wieder, ja, grandios. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute von mir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.